Hallo, das ist der Tom wieder hier. Heute zum Weltfrauentag. Nee, hat nichts damit zu tun, aber trotzdem aus aktuellem Anlass das Thema Viren. Weil gerade alle total durchdrehen wegen des Coronavirus, will ich mal sagen, was da Sache ist. Also, was sind Viren? Da geht's los. Ich erkläre das an einem anderen Beispiel, dass ihr seht, wie die leben oder existieren, diese Viren. Und dann gehe ich konkret auf das Virus ein. So, ich brauche jetzt eine Darstellung, die ich euch gezeichnet habe, anhand derer ich euch erkläre, wie ein Virus lebt. Das ist die Zeichnung eines sogenannten Phagen, eines Virus. Das war der erste, der entdeckt wurde, weil er relativ groß ist. Und ich erkläre erst mal, was ein Virus eigentlich ist. Das kommt aus dem Lateinischen, Virus. Ein Neutrum, also es heißt das Virus, nicht der Virus. Man darf der sagen, ist aber umgangssprachlich. Wissenschaftlich heißt es das Virus und lateinisch heißt es Zähe, Flüssigkeit, Gift oder Gestank. Das ist Virus auf Lateinisch. So, los geht's. Wie ist er aufgebaut? Ein Virus hat einen Kopf, der ist aus Eiweiß. Hier heißt manchmal auch Kapsid, das ist eine Kapsel. In diesem Kopf ist das Entscheidende, was das Virus ausmacht, nämlich seine DNA. Die werde ich mal kennzeichnen. Also in dem Kopf ist DNA. So spiralig aufgeknäuelt. Das ist jetzt nur symbolisch. Und das handelt sich hier um den Bakteriophagen T4. Wieso heißt der Bakteriophage? Das ist schon wieder alt. Aus der Antike, nämlich ist aus dem Griechischen Phagein, heißt fressen. Also das da ist ein Bakterienfresser, weil der Bakterienfrist wurde er indirekt entdeckt, dadurch, dass Bakterien starben. Und man fragte sich dann im Labor, wieso sterben die Bakterien? Und dann daraufhin wurden die Bakteriophagen entdeckt. Das waren also die ersten Viren, die entdeckt wurden. Ich glaube ungefähr in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber das ist nicht der Punkt. So, die DNA in Blau kennzeichne ich hier nochmal an der Stelle. Und das ist der Aufbau. Die Größe ist hier angemerkt. Dieses Virus ist ungefähr 200 Nanometer groß. Hier habt ihr die Zahl, 200 Nanometer. Also eine 0 mit 3 Nullen hinterm Komma, 6 Nullen hinterm Komma und dann kommt die 2. Ja, okay, so viel Meter, das heißt also, hier würde Millimeter stehen, hier ein Mikrometer und hier schließlich 200 Nanometer. Das ist die Länge vom Kopf bis zum Schwanz. Was enthält er noch, außer dem Kopf? Da kommt ein Kragen, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Entscheidend ist hier so eine Röhre, die funktioniert wie eine Injektionsnadel beim Arzt. Da kommen wir gleich noch dazu, was die für eine Funktion hat. Dann ist hier eine sogenannte kontraktile Scheide. Das heißt, es ist eine Hülle hier um diese Injektionsnadel. Die kann sich zusammenziehen, diese Hülle. Das heißt kontraktil. Und dann ist hier unten noch so eine Basalplatte, also eine Bodenplatte. Und an der Basalplatte angebracht sind so Schwanzfäden. Die habe ich schon mal gelb hervorgehoben. Mit denen werden wir uns gleich näher befassen. Also nächstes Bild ist, wie verläuft eine Infektion mit dem Bakteriophagen T4 auf einem Bakterium. Ich habe versucht, das in eine Abbildung einzubauen, wie eine Infektion mit einem Bakterium, mit einem Viren abläuft. Im Prinzip läuft es bei allen anderen Lebewesen genauso ab, wenn sie von einem Bakterium befallen sind. Ich fange mal an mit der ersten Phase, also der Bakteriophage T4 befällt jetzt ein Bakterium. Hier seht ihr das Bakterium. Der erste Schritt nennt sich Adsorption. Das heißt, das Virus setzt sich auf die Wirtszelle. Und das geschieht dadurch, dass diese Schwanzanhänge, sieht aus wie Füßchen, die nehmen Kontakt auf mit bestimmten Antigenen auf der Oberfläche der Wirtszelle. Das macht letztlich aus, dass Viren nur ganz bestimmte Zellen befallen. Ein Antigen-Antikörper-Abgleich im Prinzip, also Schlüssel-Schloss-Prinzip, nur ganz bestimmte Zellen, ganz bestimmte Lebewesen werden von diesen
Fagen befallen. Deswegen müssten wir zum Beispiel vor T4 null Angst haben, weil wir diese Antigene auf den Zelloberflächen gar nicht haben. Der würde uns nichts tun. So, also er absorbiert dort, die Bodenplatte kommt hier auf die Oberfläche des Bakteriums. Dann entscheidend ist das hier. Das ist die DNA, das Virus. Die habe ich vorher auch schon mal gekennzeichnet. Und die wird jetzt hier durch die Schwanz, durch diesen Schwanz und die Injektionsnadel eingespritzt sozusagen, wie mit einer Injektion eben in das Bakterium. Dazu ist dieser Teil, diese kontraktile, habe ich euch vorher erklärt, dieser kontraktile Teil dieses Stiels, der ist entscheidend, also praktisch der zieht sich zusammen und dadurch wird die DNA reingespritzt. Als nächstes übernimmt die DNA das Kommando über die Wirtszelle. Das erste, was passiert, also das erste war Adsorption, jetzt die Injektion, die haben wir schon. Wenn es die DNA drin ist, kommt es zu einer Phase, in der als erstes die DNA des Bakteriums mit Enzymen abgebaut wird. Das sind die Enzyme und die DNA des Bakteriums, die hebe ich jetzt mal farbig hervor, die ist hier. Die ist so ringförmig. Und die DNA wird abgebaut. Das Virus selbst, der Bakteriophage, hat überhaupt keinen eigenen Stoffwechsel. Er versklavt komplett das Opfer, die Wirtszelle. Und als erstes schaltet er sozusagen die Kommandozentrale, die DNA des Bakteriums aus. Also die wird abgebaut. In der nächsten Phase übernimmt die DNA des Virus das Kommando über die Stoffwechselprozesse der Zelle und stellt Virenbausteine her. In dieser Phase sieht man von außen gar nichts, deswegen heißt diese Phase Latenzphase, also Abbau der Bakterien-DNA und Aufbau von Virusbausteinen heißt Latenzphase. Das kommt aus dem Lateinischen, latentes, versteckt, verborgen. Also was in der Zelle vor sich geht, bleibt uns optisch sozusagen verborgen. Also, vierte Station, Virusbausteine werden produziert, zum Beispiel neue Schwanzanhänge, neue Injektionsröhren, neue Basalplatten, neue Eiweißhüllen, Kapside und entscheidend ganz zuletzt neue DNA, die der Virus-DNA entspricht. In der fünften Phase werden diese Bausteine, die im Laufe der Zeit im Inneren der Bakterienzelle oder soll ich sagen der ehemaligen Bakterienzelle auftauchen, in der fünften Phase, der sogenannten Reifungsphase, werden die zusammengebaut zu kompletten Viruspartikeln. Im Englischen heißt es auch passenderweise Assembly, Zusammenbau. In der letzten Phase, und jetzt wird es ganz schräg, unter dem Kommando der Viren-DNA baut das Bakterium Enzyme, die die Zellwand und die Zellmembran des Bakteriums abbauen und die Zelle platzt. Dann kommen lauter Viruspartikel, heißen die, weil sie so klein sind. Also neue Viren kommen hervor. Und zwar ungefähr, ich schreibe es mal dazu, ungefähr 200 Stück pro Zyklus. Das Bakterium stirbt dabei, weil es sich sehr auflöst. Lyse heißt Auflösung. Und es werden neue Viren frei, die bereit sind, neue Bakterien zu befallen und 200 weitere Opfer zu suchen, bei denen genau das so abläuft. Das war der Ablauf einer Virusinfektion, wenn sie ein Bakterium befällt. Aber nicht nur Bakterien werden befallen, sondern auch andere Lebewesen und eben wie das Coronavirus auch der Mensch. Menschliche Zellen können auch angegriffen werden. Wie sieht so ein Virus aus? Da habe ich euch Bilder rausgesucht von Wikipedia und da will ich kurz mal erklären, wie das Virus zu seinem Namen kommt. Hier seht ihr ein Foto von Coronaviren. Das ist eine ganze Klasse von Viren. Ob das jetzt genau die sind, ist egal. Das würde man an dem Foto sowieso nicht sehen. Achtet mal auf diesen hellblauen Kranz um die Partikel herum. Die waren namensgebend. Das erkläre ich euch gleich an einer Zeichnung, die ich angefertigt habe. Und bevor wir an der Stelle weitermachen, das sind also die infektiösen Partikel. Und jetzt wechseln wir zum nächsten Bild.
Hier seht ihr blau eine befallene Zelle und gelb diese Partikel. Das kennt ihr im Prinzip schon vom lytischen Zyklus beim Phagen T4. Diese gelben Partikel sind die Viruspartikel, die fertig zusammengebaut sind und jetzt die befallene Zelle verlassen. Den Unterschied bei der Art des Verlassens im Vergleich zum Virus, zum Phagen T4, seht ihr bei diesem Virus sehr gut. Die Wirtszelle, das Opfer sozusagen, die bleibt dabei einigermaßen heil, was eigentlich eine ganz raffinierte Strategie ist, das Coronavirus, denn die Wirtszelle, die sie produzieren soll, die kann weiter produzieren. Wie kommt das Coronavirus zu seinem Namen? Lateinisch Corona heißt Krone und die Krone, die hat tatsächlich im mikroskopischen Bild das Virus. Ich habe euch vorher so einen hellblauen Schatten gezeigt auf dem Foto im elektronenmikroskopischen Bild. Das war namengebend. Die Sonne hat auch so einen komischen Kranz um sich rum. Ihr kennt so ein Bild wahrscheinlich. Und diese helle Erscheinung rings um den kugelförmigen Himmelskörper Sonne, das heißt Corona, Krone, und in Anlehnung daran heißt diese, ich habe es auch gelb gemacht, heißt diese hellscheinende Schicht um das Virus herum auch Corona. Was das genau ist, zeige ich euch jetzt an dieser Stelle. Also das sind so keulenförmige Proteinfortsätze, die sind gelb, von mir gekennzeichnet, weil die von der Funktion entsprechend diesen Schwanzanhängen, also diesen Antigenerkennungsstellen, beim T4-Phagen sind. Das machen auf menschlichen Schleimhautzellen die Viruspartikel mit diesem keulenförmigen Eiweiß. Das sind also die Antigenerkennungsstellen. Und wenn die eine Zelle erkennen, die das entsprechende Antigen hat, dann sind das meistens Schleimhautzellen der oberen Atemwege des Menschen. Und dann docken die da an. Das nächste, was die machen, ist, sie verschmelzen mit der Zellmembran der Opferzellen, der Wirtszellen. Und im Gegensatz zum T4-Phagen wird jetzt nicht großartig mit einer Injektion gearbeitet, sondern weil die praktisch nur mit der Zellmembran der Wirtszelle verschmelzen, wird die DNA, ich kennzeichne die mal rot, ich habe was Falsches gesagt, das ist keine DNA, sondern das Besondere bei Coronaviren ist, das ist RNA. Die RNA wird eingeschleust, macht aber im Prinzip das Gleiche, das heißt, sie übernimmt das Kommando über die Wirtszelle. Wir hatten gerade einen Cut und in diesem Cut ist uns aufgefallen, hier, ich habe einen Rechtschreibfehler gemacht in der Eile. Das heißt natürlich Infektion, nicht Infektion. Also diese Infektion ist letztlich das Einführen von RNA des Virus in die Wirtszelle. Das geschieht etwas anders als über Injektion, sondern über Endozytose. Und hier ist der Unterschied, das habe ich mal tabellarisch zusammengestellt, die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Bakteriophagen T4 und dem Coronavirus, das uns befällt, erstmal RNA und bei dem T4-Phagen war es DNA. Dann die Versklavung der Wirtszelle läuft im Prinzip ganz genauso. Also die Wirtszelle produziert jetzt fleißig neue Coronavirus-Partikel und die werden jetzt entlassen in die Umgebung, um neue Wirtszellen zu befallen. Das geschieht jetzt aber nicht mit der tödlichen Lyse wie bei dem T4, sondern es wird praktisch umgekehrt wie beim Einführen, die RNA über eine Exozytose, das müsst ihr an einer anderen Stelle mal angucken oder mich auffordern, das zu erklären, was Endozytose und Exozytose sind. Also die Zelle schleust, ohne dabei zu sterben, RNA-Viren, also das Coronavirus, aus. Und das ist natürlich ein ganz schlauer Trick. Das Coronavirus kann die einmal befallene Wirtszelle beliebig lang benutzen und neue Viruspartikel produzieren. Was passiert, wenn wir befallen sind von so einem Virus? Erstmal, es kommt zu dem sogenannten SARS. Nun, das ist nicht der Name des Virus, sondern SARS hier steht für die Symptome. Ich versuche es mal richtig auszusprechen. Severe Acute Respiratory Syndrome. Das ist der englische Name SARS. Das heißt deutsch so viel wie ernstzunehmendes, akutes Atemwegssyndrom. Syndrom ist also eine Kombination von
Symptomen wie Husten, Reiz, Schmerz, Trockenheit und so weiter. Also diese ganzen Symptome zusammen bilden ein Syndrom. Also SARS beschreibt nur den Krankheitsverlauf, nicht seine Ursache. Seine Ursache ist das Coronavirus. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie groß die sind. Also, ich habe euch vorher zum Eingang erklärt, wie ein T4-Virus ein Bakterium befällt. Ein Bakterium ist ungefähr ein Mikrometer groß, das ist ein Tausendstel Millimeter. Und im Vergleich dazu habe ich euch hier dargestellt die Größe eines T4-Phagen. So, das soll der T4-Phage sein. Und im Vergleich zum T4-Phagen ist ein Coronavirus ungefähr so groß, also halb so lang, mithin nahezu unsichtbar. Da müssen wir richtig heranzoomen, um das vergleichen zu können. So. Und jetzt ist es aber so, dass die Wirtszellen des Coronavirus natürlich menschliche Zellen sind. Die wiederum sind aber sehr viel größer als ein Bakterium. Und das will ich euch mal ganz, ganz drastisch demonstrieren. So, dieses Stück Teppich, dieser Teppich soll jetzt mal ein Modell sein für eine menschliche Zelle. Nur um die Größenverhältnisse mal zu demonstrieren. In echt ist so eine Zelle so groß, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Man braucht dafür ein Mikroskop, ein Lichtmikroskop. So, im Vergleich dazu, jetzt trete ich mal auf den Teppich, ist ein Bakterium so groß. Größenverhältnis, Virus. Entschuldigung, Bakterium zu menschlicher Zelle. Und wenn man jetzt das Größenverhältnis von Bakterium zu T4-Phagen betrachtet, da muss man schon ganz genau hingucken. Die kann man im Lichtmikroskop nicht mehr sehen. Das ist ein T4-Phage, der ein Bakterium befallen hat. Und jetzt kommt es noch härter. Wenn wir jetzt in diesen Größenmaßstab ein Coronavirus einzeichnen würden, dann wäre es so groß wie der Kopf einer Stecknadel. Wenn wir jetzt wieder rauszoomen, die Gesamtgröße einer menschlichen Zelle betrachten und dazu im Verhältnis sehen, wie groß das Virus ist, dann haben wir eine Vorstellung davon, wie winzig diese Viruspartikel sind. Und jetzt kommen wir zu, was hat das für uns zu bedeuten im Alltag? Wie können wir uns vor Virusinfektionen durch das Coronavirus schützen? Durch Atemmasken. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das Virus ist so klein, dass dieses Virus, wenn es lachen könnte, diese Atemmasken auslachen würde. Das sind einfach Papierschichten, durch die das Virus locker durchkommt. Das ist also so eine Atemmaske. Ist völlig ineffektiv. Es macht sachlich keinen Sinn. Aber, also ich meine, ihr könntet euch genauso gut ein Kaffeefilter vor den Mund hängen, der würde genauso gut schützen wie diese Atemmaske. Aber es ist schon so, tatsächlich haben Studien erbracht, dass jemand, der eine Atemmaske trägt, besser geschützt ist. Aber das liegt nicht an der Atemmaske, sondern an seinen Mitmenschen. Die halten mehr Abstand zu ihm. Außerdem ist es so, wenn man eine Atemmaske vor dem Gesicht hat, dann geht man auch nicht so häufig dazu über, dass man den Mund mit den Händen berührt oder die Augen mit den Händen berührt und sich so mit Viren, die auf den Händen sich befinden, infiziert. Also ganz indirekt wirkt eine Atemmaske. Sachlich ist es totaler Bullshit. Es funktioniert nicht, weil die Viren viel zu klein sind. So, das war's heute. Wie funktioniert ein Virus? Wie lebt es? Muss ich jetzt aber einschränkend zum Schluss noch sagen, streng genommen sind Viren keine Lebewesen. Ihnen fehlt schlicht ein eigener Stoffwechsel zum Beispiel. Jedes Lebewesen hat Stoffwechsel, Viren nicht. Sie benutzen den Stoffwechsel des Wirtes. Deswegen sind streng genommen Viren gar keine Lebewesen. Das war's für heute. Ich greife mal schnell zur Klappe. Einen Moment. Viren, wie funktioniert's? Wie leben sie oder leben sie nicht? Antwort, sie leben nicht. Und nächste Woche geht's wieder weiter mit Lessons at Home. Tschüss! Da könnt ihr Lessons at Home abonnieren und da geht's zu den anderen Videos, die ich schon hochgeladen habe.